Frau Deacon, so spät noch im Büro? Die Stadtratssitzung in 2 Tagen. Ich will vorbereitet sein. Was auch immer Sie vorhaben, entspannen Sie sich. Sie können eine Bauchlandung hinlegen. Männer, die sich aufplustern, machen mir keine Angst. Eher im Gegenteil. Was wollen Sie tun? Uns alle teeren und federn? Ich plädiere für Käfighaltung. Ja, die Frau Franke, die kennen Sie doch auch, oder? Ja, ja, mit dem kleinen hässlichen Hund. Wir trinken Frauenerschrecken und die Friesen sind glücklich. Jetzt mal Ruhe da draußen! Jedes Jahr das Gleiche, ey. Wirklich. Was man da alles draus machen könnte. Ein Volksfest, das Touristen anlockt. Family Fun, Merchandising. Der blaue Jan als Unique Selling Point der Stadt. Sollte der Brauch nicht abgeschafft werden? Ja, wenn es nach unserer Gleichstellungsbeauftragten geht. Aber mit Verboten kommen wir Frauen auch nicht weiter. Naja, vielleicht hat Gisa Dieken ja gar nicht so unrecht. Ach, geh einfach weiter, okay? Ich muss da mal rüber. Ich will einfach nur einen Feierabend, okay? Ja, wir sehen uns nächstes Jahr. Hey! Hey, es reicht jetzt! Lass die Frau in Ruhe. Heute ist alles erlaubt. Was erlaubt ist und was nicht, entscheidet immer noch die Polizei. Ich bin die Polizei. Ach, Hank, du bist es. Ich hab dich gar nicht erkannt. Was, und für so einen Quatsch nimmst du dir Sonderurlaub? Also, ich habe ja schon viele blaue Jans gesehen, aber du warst echt spooky. Tja, gelernt ist gelernt. Ey, du hast sie voll belästigt. Hä? Das war nur Spaß. Sah aber nicht danach aus. Na gut. Dann lasse ich euch 2 mal allein mit eurem Spaß. Was war das denn? Sie ist einfach gerade ein bisschen empfindlich, weil Jens den Job in Enten gekriegt hat und nicht sie. Ja. Na dann. Ach, du bist ein Blindmann. Spitz. Nee, was willst du denn? Männchen machen?